alle zusammen und liebe Grüße aus... Wo bin ich? Ich bin in Mexiko. Liebe Grüße aus Mexiko. Manche von euch haben vielleicht bemerkt, dass ich in letzter Zeit nicht so viel auf YouTube gepostet habe. Some of you noticed maybe that I didn't post that much on YouTube recently. Jeff hat unter das letzte Video sogar geschrieben, willkommen zurück auf deinem Kanal, Anja. Jeff actually commented under the last video, welcome back to your own channel, Anja. Aber es gibt einen Grund, warum ich nicht so aktiv war. There is actually a reason why I wasn't that active. Und zwar habe ich eine Deutschlernserie für euch produziert. I produced a German Learning Series for you guys. Es ist wie eine richtige Fernsehserie, aber zum Deutschlernen. It's like a real TV show, but for learning German. Und diese Serie hat wirklich sehr, 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 sehr viel Arbeit gemacht. This series was a lot of work. Jetzt ist die Serie fast fertig und das sind großartige Neuigkeiten für dich. Now the series is almost done and these are great news for you. So, wie hatte ich die Idee, eine eigene Fernsehserie zu drehen? How did I come up with the idea to shoot like my own TV series, basically. It's because of you guys. Es ist wegen euch. Weil ganz viele von euch haben mir immer E-Mails geschrieben und Nachrichten und Kommentare auf YouTube. Anja, was ist eine gute Serie zum Deutschlernen? Anja, what is a good series for learning German? Ich wusste meistens nicht, was ich da sagen sollte. I didn't know what to say. Because I did some research and there are some series for learning German. But usually, they usually have some problems. Yeah? Some of them are not really funny. Yeah? Die sind ein bisschen langweilig. They are a bit boring. Some others don't really have a system. Yeah? Die haben kein System und keine Methode. Yeah? It's just like random stuff, it's not really a story which you can follow. And also, some of them, they are not really courses. It's just like a quick TV show, but there's no material. You can't really ask any native speakers questions. Ja? Du kannst keinen Muttersprachler Fragen stellen. Es gibt keine Flashcards zum Wiederholen. There are no flashcards to review. Kein Skript. Oft stimmen die Untertitel nicht überein. Often the subtitles don't match. Maybe you know this problem from Netflix. Vielleicht kennt ihr das Problem von Netflix. Zum Beispiel bei der Serie Dark. Yeah, with the series Dark, for example. It's a great series, but often what they say doesn't match the subtitles. Yeah? Das Gesagte stimmt nicht mit den Untertiteln überein. Und außerdem sind die Serien oft kompliziert. Often these series are quite complicated. Also sie sind nicht über das Alltagsleben. They are not about everyday life, but rather some very complicated vocabulary and complicated systems. So it's not really excellent for learning German because the content is just too complicated. Der Inhalt ist einfach zu kompliziert. So all these problems, I figured out, okay, like what should I recommend my students? So I just thought, I'm gonna film my own TV series. Ich werde meine eigene Fernsehserie filmen. Und es war wirklich nicht einfach. It wasn't easy. Ich brauchte ein Team. I needed a team. Also, wir brauchten zwei Kameramänner. We needed two cameramen. Eine Tonfrau, a sound recording woman basically. Eine Assistenz, eine Set-Assistenz. Dann brauchten wir noch einen Fahrer und jemanden, der die Requisiten besorgt. We needed a driver and somebody to find all the like the things you need on set, we call this Requisiten. Und wir brauchten auch eine Regisseurin. We also needed a director. Also der Regisseur oder die Regisseurin. So, und dann hatten wir das Team. Dann haben wir ein Haus in Berlin gemietet. We rented a house in Berlin. Und wir haben ganz viele Schauspieler gefunden. We found a lot of actors. Also erstmal zum Beispiel ein Italiener, er heißt Pietro. Das ist Pietro. Dann spiele ich auch mehrere Rollen. I also play several roles. For example, Viola. Das ist die dickbusige Blondine Viola. Dickbusig. This sounds actually funny in English. It means like, so dick is like thick or fat. Yeah? Und busen is another word for breast. So I'm like a bigger breast blonde woman, basically, also.
Dann spiele ich auch noch die strenge Lehrerin Frau Stock. I play the strict teacher Frau Stock. Und dann haben wir noch Radical Living. Er hat einen sehr großen YouTube-Kanal und er spielt den verrückten Gogo. He plays the crazy Gogo and it's super funny. Es ist super lustig. Er macht immer verrückte Dinge. Zum Beispiel war er im Herbst schwimmen. In autumn, he went swimming outside. Und er hat immer ganz verrückte Outfits an und macht immer irgendwelche verrückten Dinge. Kratti, Dr. Gogo ist da, um dich zu retten. So, dann haben wir zum Beispiel noch Yasin von Easy Going. Schauen Sie, ich mache einfach das Dach auf. Easy Going. Er spielt einen Taxifahrer. Sind Sie aus Berlin? Nein, ich komme aus der Türkei. Wollen Sie ein Stück von meinem Döner? Hier. Dann haben wir Deutsch mit Maria. Sie spielt eine Flughafeninformation. Guten Morgen, wie kann ich helfen? Ich brauche Geld. Ich auch. Und eine Villa auf Mallorca. Steffi von Lerne Deutsch ist eine Bahnhofsverkäuferin. Guten Tag, ich hätte gern eine Fahrkarte. Was? Hey. Und so weiter. Und wir waren in ganz verschiedenen Orten filmen. We filmed in a lot of different locations. Zum Beispiel im Fitnessstudio, im Krankenhaus, im Hotel, im Taxi. Bequem? Draußen, drinnen, überall. Everywhere. Und in der Serie behandeln wir genau die Themen, die Leute brauchen, die in Deutschland leben wollen. In the series we cover those topics that people need when living in Germany or if they want to live in Germany. So all these daily life things, arriving in Germany, traveling in Germany, renting an apartment in Germany, studying in Germany. Was? Jetzt mal im Ernst, voll ernst. Die haben da nicht mal ein richtiges Bier? Going to the gym in Germany, going to the pharmacy. Also wirklich Alltagsthemen. Real, everyday language topics. Also, ich kann es kaum erwarten, euch die Serie zu zeigen. I can't wait to show you the series. Und im nächsten Video gebe ich euch einen kleinen sneak peek. In the next video I will show you a little sneak peek of the series. So you can actually already in the next video really actively start learning German. Ja? Also ihr seht die ganzen Materialien. Wir gehen ein Video durch. We will talk about one video. So you actually really see what this whole series is about. Also, ich freue mich sehr. I'm really excited. Oh, hier ist der Ton nicht so gut. The sound is not so good. Der Ton ist the sound, ja? The same word as in Tonfrau, in the sound recording woman. Ich freue mich riesig. Es war sehr viel Arbeit. It was a lot of work. Wir hatten ein kleines Team. Klein, aber fein. We had a small team. Klein, aber fein. So small, but fein. Und jetzt geht's bald los. Also, bis zum nächsten Video.